Meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu dieser Single-Botschaft. Was möchte das Universum dir hier mitteilen? Bevor ich hier beginne, möchte ich mich ganz gerne hier bei dir recht herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Ich starte jetzt einmal für dich. Irrelevant, wie du hier schaust. Was möchte sich zeigen im Hauptthema? Was sind deine Botschaften? Bevor ich hier weitergehe, ja, hier geht es um eine neue Liebe. Hauptthema ist hier einmal mit diesen Karten. Hier geht es um eine Reise. Ja? Und wir haben die Liebe. Es könnte sein, dass du hier gar nicht mehr Single bist. Ja? Denn wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Also für all die, die hier kürzlich jemanden kennengelernt haben. Ansonsten ist deine Liebe hier schon unterwegs zu dir. Ja? Denn wir haben das Schiff. Es könnte sein, dass sich hier jemand zu dir auf den Weg macht. Es könnte sein, dass du während deiner Reise hier deiner großen Liebe begegnen wirst. Also schau bitte einmal für dich, wie es stimmig ist. Ja, es ist göttlich geführt, was jetzt auf dich zukommt. Also wichtig ist hier einmal, ja, wenn du bislang hier in deiner strukturierten Vorangehensweise in der Vergangenheit vorangegangen bist. Ja, dann geht es jetzt für dich in ein stabiles, festes Fundament. Hier geht es in eine Verbindung, ja, in eine tiefe Verbindung. Ich bekomme auch Kinder, ja, dass hier Kinder zur Welt kommen, ja, dass man hier richtig eine Familie gründen wird. Das bekomme ich ganz bewusst, ja. Du hast es auch losgelassen, hier starr voranzugehen. Du bist hier in der Leichtigkeit. Solltest du noch nicht in deiner Leichtigkeit sein, dann bitte ich dich hiermit, in deine Leichtigkeit zu kommen, in die Verspieltheit, ja. Um romantische Gefühle zurückzuerobern, erlaube deinem jugendlichen Spirit für Vergnügen zu strahlen. Und du wirst durch diese Verbindung, durch diese Liebe zum Strahlen kommen. Und ich bekomme hier wirklich das noch für den einen oder anderen. Hier geht es in so eine Verbindung, wo man dann auch Kinder bekommen wird. Ja? Denn wir haben die neue Liebe, heiße die Chance zur Liebe, die sich dir jetzt bietet. Willkommen, du darfst schon mal deine Arme hier ausbreiten und empfangen, was das Göttliche dir hier schenken möchte. Und wir haben, vertraue deiner inneren Kraft, du bist stärker, als du glaubst. Ja? Für all die, die hier in ihrem vollen Bewusstsein sind, in ihrer voller Kraft sind, ist das nochmal eine Botschaft hier wirklich auch in misstrauischen Angelegenheiten, hier trotz alledem ins Vertrauen zu gehen, für alle die, die nicht im Vertrauen sind, ja, hier steht die Liebe schon vor deiner Tür, ja. Also du brauchst hier nur zu empfangen. Sprich die Sprache der Liebe. Liebevolle Worte haben die Kraft, Leben zu verändern, auch deines. Ja, und hier bekomme ich, es könnte sein, dass du hier deiner Zwillingsseele begegnet bist oder begegnen wirst. Für all die,
die hier schon jemandem begegnet sind, ist es die wahre Liebe, ja. Und für all die, die noch keinem begegnet sind, dann wird es auf einer Reise jetzt passieren oder eben diese Person wird dich finden, ja. Und das wird deine Zwillingsseele sein. Du bist hier schwierige Wege gegangen, ja. In der Vergangenheit warst du in einer Verbindung, die dich sehr mitgenommen hat, wo es sehr, sehr viele Stolpersteine gab, ja, wo es sehr, sehr viele Hindernisse gab mit Misstrauen, Betrug, ja, Diebstahl. Wahrscheinlich hat man dich hier auch um dein Geld hintergangen, wo du auch in den weiteren Partnerschaften hier immer schaust, ja, geht es um das Finanzielle oder ist es hier wirklich eine ehrliche Liebe und davon kannst du hier mit Gewissheit ausgehen. Die Antwort lautet ja, du brauchst hier keine Fragen mehr zu stellen. Es geht hier um Liebe, du hast die doppelte Bestätigung, die neue Liebe, ja. Du bist ein sehr, sehr misstrauischer Mensch, bekomme ich hier. Da der Fuchs sich gezeigt hat. Misstrauen löst sich hier auf. Ja, es geschieht hier vielleicht auch etwas langsam. Ja, es könnte auch sein, dass dir das vielleicht etwas zu langsam geht, da wir das Schiff haben. Aber hier werden klare Entscheidungen getroffen, was sich hier im Nachhinein gezeigt hat. Ja, und du darfst dich diesen Menschen auch öffnen in dieser Verbindung. Es ist was ganz Besonderes, da wir den Stern hier haben. Es ist eine göttlich geführte Verbindung. Und des Weiteren bekomme ich auch, dass man hier gemeinsam etwas erbauen wird oder dass du zu deinem Gegenüber ziehst. Wir haben hier die schwierigen Wege, wie gesagt, durch die Vergangenheit, aber jetzt bekommst du das stabile, feste Fundament unter den Füßen, ja. Und das wird dich hier keiner mehr nehmen. Ja, ich komme nochmal auf das Universum, dass du hier jemanden begegnen wirst, der sehr besonders sein wird, ja. Und dieser Mensch steht ebenfalls mitten im Leben, also falls du hier Sorge hast um die Finanzen, ja. Da, was ich hier sehr, sehr stark bekomme, bei dem einen oder anderen, schau bitte für dich, wie das stimmig ist, da brauchst du dir keine Gedanken machen, ja. Also hier geht es in einen festen Zusammenhalt, wie gesagt, harmonisches Zuhause mit sehr viel Leidenschaft, Liebe, Verbundenheit, ja. Das, was du in der Vergangenheit nicht hattest, aufgrund, dass du hier sehr, sehr viele Themen hattest, sehr, sehr viele Ängste, Probleme, wo du eben dich auch nicht mehr öffnen konntest oder wolltest aufgrund dieser Enttäuschungen. So, meine Liebe, mein Lieber, das war einmal deine Botschaft für die Liebe an die Siemens. Ich wünsche dir jemand alles, alles Liebe, fühl dich umarmt. Bis dahin.